Willkommen zurück zu den 64 Feldern, die die Welt für mich bedeuten. Und jetzt spielen wir hier gegen Jankovism aus der Slowakei oder Slowenien. So genau kann ich das nicht erkennen. Und auch wieder ist der Start sehr verhalten. Wie wir sehen, sehen wir noch nichts. Aber ich hoffe, die Verbindung wird demnächst aufgebaut, damit wir hier noch starten können und vielleicht das Spiel sogar erfolgreich gestalten können. Ja, solange es hier noch dauert, werde ich mal die Stellung analysieren. Noch ist alles offen, würde ich sagen. Zwar sind die Figuren noch nicht so gut entwickelt, wie sie eigentlich sein sollten, aber ich denke mal, das hat noch Zeit. Und auch im Zentrum ist die Entscheidung noch nicht gefallen und Weiß kann sich auch noch entscheiden, ob er am Damen oder am Hauch das geht los. Sizilianisch natürlich. Also, wie gesagt, was ich noch zu Ende sagen wollte. Weiß kann sich noch entscheiden, ob er Damen oder... Was ist das? Hallo? Totale Überforderung. Der wird dann vielleicht mit C3 spielen oder sowas. Okay, jetzt... Das ist wirklich neu für mich, also das kenne ich nicht. Was ist denn das? Ist er vielleicht abgerutscht mit der Figur? Wollte eigentlich auf C4 setzen? Und da droht ja eigentlich auch nichts. Den kann ich einfach so vertreiben. Tja, merkwürdige Öffnung. Was sagt denn? Nö, also selbst der Computer weiß hier nicht, wie er diese Öffnung benennen soll. Hier steht eigentlich nur Sizilianische Verteidigung, B20. Aber, merkwürdig ist sie trotzdem. Und das sollte doch mindestens ein Bauern verlieren, glaube ich. Zumindest werde ich seinen Läufer jetzt mal zurücktreiben und... Ach, so möchte er das machen. Das ist sehr interessant eigentlich, aber... Ich habe Zeit. Ich habe Zeit, kann mir das aussuchen. Der Springer hat jetzt gerade keine Felder mehr. Er hat zwar ein Schlupfloch für den Läufer geschaffen, wie ich es auch vermutet habe, dass er irgendwann C3 spielt, aber er hat jetzt den Springer weniger gegen einen Bauern. Also das hier war doch eine sehr merkwürdige Öffnung. Und... Da hängt auch der Läufer. Hatte ich im ersten Moment nicht gesehen und langsam zerfällt seine Stellung. Rochade kann er zurzeit auch nicht machen, weil sein König ja dieses Feld überschreiten würde, das von meiner Dame zurzeit gedeckt ist. Und jetzt ist die Rochade gerade nicht möglich. Ich könnte aber weiter hier angreifen, Schach sagen zumindest. Und nachdem er die Dame vielleicht dazwischen gesetzt hat, wäre die Rochade auch nicht möglich gewesen. Gut, er entscheidet sich für den Königszug auf F1 und ich lasse den Bauern den Springer ruhig nehmen, wenn er es möchte. Denn ich hatte jetzt im Blick, erstmal mit der Dame auf G2 reinzuhauen. Gut. Das bedeutet also, demnächst wird er auch einen Doppelbauern auf der H-Reihe haben. Alles klar. Machen wir hier weiter. Ich glaube, ich habe Handwerker im Haus hier. Klopft's überall. Unverschämt. Na gut. Es geht weiter und dafür spielt er schnell. Er hat eine halbe Minute Zeitvorteil, aber irgendwie glaube ich nicht, dass ihm das noch irgendwas bringt, denn zwei Springer Nachteil, seine Stellung zerpflügt. Oh, das wird schon kompliziert. Vielleicht könnte ich ja auch noch seine Leichtfigur, seine letzte abtauschen. Und ja, ist ein Schach. Und dann hängt hier hinten der nächste Bauer. Ich sammle mal ruhig alles ein, was ich kriegen kann. Vielleicht noch zwischendurch mal Schach sagen. Vielleicht gibt sich da ja irgendwo eine Gabel. Ja, genau, hier ist eine Gabel.
Und das läuft auch schon weg. Wir verteidigen ruhig. Und da droht ein Schach. Hier droht auch ein Schach. Und ich glaube, jetzt sollte es matt sein. Gut, das war nicht allzu kompliziert. Ich suche mir mal einen neuen Gegner. So, da bin ich wieder zurück. Und gegen AG 1964, auch aus dem gleichen Land wie der Gegner zuvor. Mal sehen, was er so auf dem Kasten hat. Der... Ich hab's den Namen schon wieder vergessen. Oh Gott. Schlechte Erinnerung. Egal. Auf jeden Fall möchte ich doch hier versuchen. Auch er spielt eine komische Variante. Nee, das deutet ja wahrscheinlich darauf hin, dass er schon F5 spielen möchte. Um dann Druck auf meinen F2-Bauern aufzubauen, aber... Oh, ich sehe noch nicht, wie er das aussetzen möchte. Und jetzt bleibt die Linie ja für ewig geschlossen. Ich kann einfach vorbeiziehen. Und seine Springer ist gefesselt. Ja, geht weiter. So, sein Läufer nimmt jetzt Position erstmal hier ein. Und ich versuche mal, die große Rochade auszuführen. Nur um am Königsflügel Druck aufzubauen. Alles klar. Au, 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 au. Den muss ich erstmal nehmen, glaube ich, zu wissen. Und, jetzt bin ich mir wieder unsicher. Ich denke, ich muss schon sowas spielen. Nur um die Diagonale geschlossen zu halten. Hätte ich rausgenommen, hätte auf jeden Fall hier hinten mein Bauer gehangen. Und das wäre unangenehm gewesen. Jetzt schlagen wir hier mal aus. Und ich möchte diese Gabel verändern, um Gottes Willen. Wie mache ich das am besten? Ich denke, hiermit, damit ist dieses Feld nochmal überdeckt. Und mit der Dame, das verändert erstmal, dass der Turm setzen kann, also wenn er den Bauern vorzieht, dann kann ich ruhig mit der Dame... oh Gott, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Okay, er missachtet einfach die Möglichkeit hier auf F5 zu gehen. Gut, dann drum war halt matt. Da bin ich ja relativ offen. Was mache ich hier gern? Und ich muss natürlich aufpassen. Mein Bauer hängt hier. Das ist auch interessant. Schach erstmal. Zur Sicherheit. Jetzt hängt der Bauer. Danach könnte ich theoretisch schon den Läufer rausnehmen. Und ich würde diese zwei Freibauern am Königsflügel behalten. Und wie man merkt, ich huste ab und zu, also in den Pausen, die ich versuche dann geschickt auszuschneiden. Also, wenn ich irgendeinen Husten vergessen sollte, bitte ich um Verzeihung. Ich hoffe, ich werde aber alle rausschneiden. So, er greift weiter an und möchte hier doch mich gabeln. Könnte mir das vielleicht egal sein? Ich sag mal hier Schach. Wieder. Und hier habe ich die Festung zum Turm. Obwohl. Ah, verdammt. Nein, 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 nein. Das war nicht gut. Das war nicht gut. Oh, 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 oh. Das sieht nicht gut aus. Das war schlecht. Aber ich habe ja noch einen Bauern. Scheiße. Ah. Und das war ein Lachen und ein Husten vermischt.
Nein, um Gottes Willen, ich möchte meinen Turm nicht tauschen. Das ist meine letzte Hoffnung. Oh Gott, das ist die Gabel. Ich habe die Gabel gesehen, aber die übersehen. Oh. 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 Verdammt. Jetzt hängen schon wieder so viele Bauern. Er kann. Wo ich die Bauern haben, mit denen laufe ich mal ein bisschen weiter vor. Ach, mal sehen. Viele kann ich hier, glaube ich, nicht mehr anstellen, aber man kann ja immer das Beste hoffen. Und wenn ich schaffe, alle seine Bauern abzugrasen, wird es doch für ihn noch schwer. Weil König und Turm... Ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht, ob das so gut war. Okay. Jetzt droht auf jeden Fall der Abzug. Also springe zum Beispiel auf B3 und ich verliere meinen Turm. Das muss ich unbedingt verhindern. Weiter lustig angreifen. Er treibt mich von seinen Bauern weg. Aber halt zu meinen Bauern. Und die Zeit ist gegen mich. Nein. Komm, ich möchte einen seiner Bauern haben. Verdammt. Hierhin. Natürlich. Oho. Aha, aha. Vielleicht mal seinen Springer angreifen. Hat er gerade nicht so viele Felder? Dorthin. Das kann er nur noch da, richtig. Und nein. Hierhin, um dort vielleicht mal Schach zu sagen. Ach, das ist kompliziert. Na, jetzt kann ich auf jeden Fall meinen Bau vorsetzen. Und sein Turm hat nicht mehr so viele Felder. Aber hier, den Bauern kann ich angreifen. Er macht ziemlich wenig aus seinem Vorteil, habe ich das Gefühl. Jo. Da kann ich auch noch einen Bauern angreifen. Und irgendwann muss noch einer hängen. Schach. Oh, er hat eine Minute Vorteil. Zeitvorteil. Das ist nicht gut. Jetzt sollte er vielleicht mal mit seinem A-Bauern anfangen zu rennen. Mr. Agi, 1964. Und mir bleibt ja nur zu versuchen, seinen König irgendwie zurückzutreiben und meine Bauern zu ziehen. Ja, damit habe ich gerechnet und Turm halt wieder zurück. Eine 14 Sekunden. Das ist nicht gut. Ich muss schneller werden. Muss schneller werden. Muss Bauern angreifen. Muss vor allem versuchen, mal Schach zu setzen. Mal sehen, wie er reagiert. Schach. So, jetzt ruhig auf den Bauern fortzusetzen. Er kann aber noch Schach sagen mit dem Springer. Genau. Und auf die offene Linie möchte ich nicht. Schnell auf die andere Seite. Am besten spielt er jetzt seinen Turm hier hin. Wäre, glaube ich, am unangenehmsten für mich. Das heißt, ich greife den Bauern wieder an. Der sagt Schach. Jo. Der kann er haben. Jetzt muss ich natürlich aufpassen. Springer hier hin, droht das Matt dort. Dahin. Schach. Jetzt kann er den rausnehmen. Hab ich nicht gesehen. Hier hin vielleicht noch. Und der Springer ist weg. Hurra, hurra, hurra. Aber er hat vier Bauern und das missfällt mir doch. Und ich muss auf die Stelle werden. So, jetzt
jetzt hängt der Turm. Ah, das wird eine Entscheidung auf den letzten Sekunden. Ach, nee, so bin ich auch noch Schach. Jetzt muss ich reagieren hier. So, Schach für ihn. Schach. Oh. Es ist knapp. Ich habe die Augen auf die falsche Linie gesetzt. Ja, okay. Das war am Ende noch sehr knapp. Er hat ziemlich lange gebraucht, um seinen Vorteil zu nutzen, aber er hat es doch geschafft. Gut, nächste Partie.